wir haben wirklich ganz tolle Bands euch hier vorbereitet. Und eine der ersten Bands, die ich euch vorstellen möchte, kommt direkt aus Offenbach. Und ja, Offenbach, wunderbare Stadt neben Frankfurt, hat ein ganz tolles Kulturleben. Und diese Band hat sich sozusagen im weitesten Sinne dem Alternative Rock verschrieben, lässt sich, wie sie selber auf ihrer Homepage schreiben, von tollen Bands beeinflussen, wie zum Beispiel, wenn ich da jetzt mal runter scrolle, Perfect Circle, Alice in Chains, Audio Slave, Blind Guardian, Deftones, das alles sind Bands, die diese jungen Menschen beeinflusst haben. Und deswegen jetzt viel Spaß, weil wir haben jetzt ein kleines Interview vorbereitet und Ausschnitte aus dem Konzert im Oktober 2017. Viel Spaß jetzt mit Phonoscope. Hallöchen, hallo, Ladies and Gentlemen, liebes Publikum da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei der 7. Newcomer TV-Nacht hier in der Musikhalle Portstraße an den Füßen des Taunuses. Wir hatten einen fantastischen Tag, viel Sonne, ein bisschen Regen und es ist Herbst. Ja, es ist Herbst, die Blätter fallen, Zeit wieder in die Clubs zu gehen und Musik zu hören, geile Bands zu sehen. Und deswegen heute für euch eine fantastische Band aus dem Rhein-Main-Gebiet, deren ja, Legende mir sozusagen die Vögel des Undergrounds gezwitschert haben. Phonoscope aus dem Rhein-Main-Gebiet, aber sie proben im Offenbach und wissen noch nicht so genau. Rhein-Main, Offenbach. Ich meine, sie sollen es selbst entscheiden. Deswegen herzlich willkommen, Jungs. Und seid ihr nervös, aufgeregt, heute live im Fernsehen zu sein? Oder seid ihr schon so routiniert, weil ihr das eh fast jeden Tag macht? Nee, zum Fernsehen sind wir jetzt zum ersten Mal als Band auf jeden Fall und auch unser erstes Interview, das wir geben, und ein bisschen Aufregung spielt da immer mit. Ich glaube, in dem Moment, wo man keine Aufregung mehr hat, ist aber auch so ein Satz, den viele schon gesagt haben, wird es irgendwie uninteressant, auf die Bühne zu gehen. Also das gehört einfach dazu. Just give me away. My eyes just
Pat, du bist der Drummer der Band und wie ist das? Viele sagen, der Drummer ist so wie der Kutscher auf dem Kutschbock und die Pferde ist dieses, die Band ist so dieses Sechsgespann, also lauter Pferde, die in alle Seiten ausbrechen wollen. Ist das bei Phonoscope ähnlich oder sind die Jungs super diszipliniert und du hast eher das Gefühl, auf ihnen zu reiten, als sie auf dich? Wir sind ein wildes Gespann, sagen wir mal so. Wir haben viele Reibungspunkte, was aber auch sehr viel Substanz hervorbringt. Ist ein Stück weit anstrengend manchmal, aber macht auf jeden Fall Spaß, sich dann auseinanderzusetzen. Also gerade weil wir einen großen Altersunterschied haben, sind die Geschmäcker persönlich individuell verschieden. Und dann dauert es vielleicht auch den einen oder anderen Moment länger als wie früher gewohnt mit den Kumpels aus der Schulklasse, wo man eh auf dem gleichen Weg ist, zu einem vernünftigen oder zu einem Ergebnis zu kommen, was allen gleich gut gefällt. Aber umso mehr ist man dann stolz, wenn man sich zusammengerauft hat und das Endprodukt dann mit Stolz irgendwie im Proberaum spielt, glücklich ist mit dem, was man hat und dann auch präsentieren kann und im besten Fall natürlich eine positive Reaktion dann vom Publikum bekommt. Today, let us not
Dankeschön. Ich habe mit den Jungs geredet ein ganz tolles Gespräch gehabt. Also sie haben mich auch wirklich nicht verhauen, gar nicht. Ja, sie waren sehr freundlich und vor allen Dingen haben sie ein Wahnsinns-Live-Set in die Musikhalle Portstraße reingehämmert sozusagen. Also es ist wirklich so ein aufregender Abend. Hier jetzt für euch viel Spaß mit Revelation Steel. Ich möchte euch heute Revelation Steel, eine Metal-Band, vorstellen, die sich wirklich gerade erst gefunden und lieben gelernt haben, die aber sozusagen gemeinsame musikalischen Roots in zwei Tribute-Bands hatten oder haben. Und zwar einmal haben sie ein Tribute to Wasp gemacht. Das ist, glaube ich, 80er-Metal, wenn ich mich nicht irre. Und bitte? Oh ja. Oh ja, genau. Oh ja, ich kriege Zustimmung. Danke. Tribute to Saxon. Das waren alles Bands, also Tribute-Bands, die, glaube ich, Stefan, wenn ich mich nicht irre, so ein bisschen so im Mannheimer Raum oder was weiß ich, weiß nicht. Wo habt ihr eure Homebase gehabt? Also wir haben so mehr so im Frankfurter Raum unsere Base mit Wasp, also mit Wasp gehabt und oder haben. Und der Joe und der Jens, die sind halt so im Crusader, im Saxon Haus zu Hause und sind auch aus dem Mannheimer Raum oder aus dem Odenwald. Welcome, ladies and gentlemen! We are Revelation Steel and welcome to Metal Doctor! Come on! Take you to the distance, take you far away, to the land of harder skies where the metal bastards play, stretching the horizon, crystal colors flow. Sound, oh, up this way we go. Accusing endless power when the metal doctor shower. Let it dry. Take you to the distance, lift you from the ground. Golden metal power sound blazing all around. Cleaning up your mind, exercise your soul. Heavy music flow for life, not a magic flows. Accusing endless power, a metal darker shower. Let it rain, let it rain, let it rain. Metal darker, let it rain, let it rain, let it rain. To the doctor, oh, listen to his tunes. Heavy metal fuel for life is trying to kill you soon. Let it rain, 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 let it
Revelation Steel endlich unterwegs mit eigenen Sachen. Wie läuft denn da das Booking? Also macht ihr das selbst oder habt ihr eine Agentur oder wie funktioniert das bei euch? Na ja, gut, also es ist größtenteils unterschiedlich. Wir machen eigentlich, Stefan, berichtige mich, wenn ich falsch liege, wir machen das größtenteils alles selbst. Also wenn, dann ist er derjenige, der richtige Ansprechpartner dafür wäre. Und da es die Band ja noch gar nicht so lange gibt, sind wir, glaube ich, noch gar nicht so in der Situation gewesen, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, ja, wie genau gehen wir an eine Agentur, holen wir uns ein Management oder machen wir das alles selbst? Also bisher macht der Stefan das und ich würde mal sagen, der macht das auch ziemlich gut. Revelation Steel. Heute auch noch in dieser Sendung Phonoscope, das heißt zwei ganz tolle Bands, die ihr begleiten sollt im kommenden Jahr. Sie werden viel unterwegs sein. Geht einfach ins Netz, in die digitale Welt und besucht die beiden Bands auf ihren Seiten und geht zu ihren Konzerten. Sie werden es euch danken mit ganz, ganz, ganz viel toller Musik. Und nachträglich sozusagen als PS, Postscriptum, den Brief hier, den Aufruf angehängt. Ein Aufruf an euch. Wir sind in diesem Jahr nur viermal in der Musikhalle Portstraße und zwar am 23. Februar, am 23. März.